Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Der Tanz der Schamanen. Bei dieser Legung schauen wir die Elemente an. Wir haben vier Grundelemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Alle Elemente sind lebensnotwendig. Und jeden Tag ändert sich die Verteilung. Immer wieder ist ein anderes Element stärker. Wir sollen aber im Gleichgewicht bleiben. So haben wir die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht und das unterstützt die Heilung. Die heutige Verteilung ist nach indischen Astrologie. Befindet sich Sonne in der Kreiszeichen Waage und Waage gehört zum Luftelement. Also ich setze die Sonne hier im Luftelement. Mond befindet sich nach indischen Berechnung bei Sonnenaufgang noch in der Tierkreiszeichen wieder, aber bis Mittagszeit übergeht in der Tierkreiszeichen Stier. Das heißt, hier ist ein Übergang und wird Mond in der Tierkreiszeichen Stier sein und Stier gehört zum Erdeelement. Mars befindet sich in der Tierkreiszeichen Steinbock und die Tierkreiszeichen Steinbock gehört auch zum Erdeelement. Merkur befindet sich nach diesem indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Waage im Grenzbereich, aber noch im Waage, also im Luftelement und wird dann übergehen in Tierkreiszeichen Skorpion und wechselt sich die Element von Luft zum Wasser. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und das gehört zum Wasserelement. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und das ist Luftelement. Und Saturn ist immer in die Mitte. Saturn erdet. Und die äußeren Planeten Uranus, Neptun, Pluto berücksichtigen wir nicht, gehört nicht zum persönlichen Planeten. Hier ist leicht zum Erkennen, dass immer noch die Luftelement dominiert und das heißt Leichtigkeit. Manchmal bedeutet auch Leichtsinnigkeit, also wir brauchen schon Erdung, wir sollen aber auch auf unseren Gefühlen hören. Und heute ist leicht zum Erkennen, es fehlt etwas. Es fehlt die Feuerelement und das ist die Mut, die Kraft, die Begeisterung. Das heißt, heute fühlen wir uns kraftlos, mutlos und wir können aber das im Ausgleich bringen. Etwas, was uns begeistert. Wir brauchen diese Leidenschaft. Diese Begeisterung. Und wenn wir bewusst unseren Gedanken, Gefühlen bewusst ändern können und richten wir uns mehr auf dem Feuerelement, dann kommen wir mehr zum Gleichgewicht. Etwas tun im heutigen Tag, was uns begeistert oder mal Kraft zu zeigen oder Mut zu zeigen oder etwas in Bewegung setzen mit Leichtigkeit. Natürlich ein Feuerritual hilft auch. Alleine schon, wenn ihr eine Kerze anzündet und kommt mehr zu diesem Feuerelement und denkt an euren Wünsche, all das, was in euren Herzen liegt, was euch begeistert, mal Feuer
und Flamme zu sein, kommt auch zu dieser inneren Harmonie, zu diesem inneren Gleichgewicht. Und weil hier eine ständige Bewegung ist, das ist dieser Tanz, der Tanz der Schamanen. Dieser Begriff Schamanen habe ich auch bewusst ausgewählt, weil diese Elementverteilung und das im Gleichgewicht zu bringen, das in Bewegung setzen, das unterstützt die Heilung. Und wie ich schon sagte, Merkur ist im Grenzbereich zwischen Waage und Skorpion, also hier im Grenzbereich verlässt langsam die Luftelement und übergeht auf die Wasserelement. Und Merkur symbolisiert Gesprächen. Und hier bei Wasserelement öffnet sich etwas mehr über Gefühlen zum Sprechen. Und das wird eine ganz starke Energie sein. Und das war der Tanz der Schamanen am 26. Oktober 2018. Und ich habe noch ein kurzes Infovideo für euch und wir übergehen auf diese Aufnahme. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.